Was ist gerade los in dieser Welt? Viele Menschen können nicht mehr richtig einordnen, was hier gerade wirklich vor sich geht. Geht es hier überhaupt noch um ein Virus, der dem Wohl der Menschheit schaden könnte? Oder gibt es hier eine ganz andere Agenda, die von wenigen Mitmenschen erkannt wird? Man wird doch wohl noch hinterfragen dürfen, in einem Land, in dem die Grund- und Freiheitsrechte der Staatsbürger gelten, oder? Könnte es sein, dass es Eliten gibt, die uns Menschen immer mehr von sich abhängig machen wollen? Könnte es sein, dass es Unternehmer gibt, die mit Impfungen viel Geld verdienen möchten und dabei über Leichen gehen? Könnte es sein, dass wir uns eingestehen müssen, dass wir Menschen gewählt haben, die für uns sprechen sollten, doch nicht die richtigen sind, da sie nicht aus reinem Herzen entscheiden und beeinflusst worden sind? Menschen haben einen freien Willen und machen Fehler. Hast du das gewusst? Könnte es sein, dass es Kräfte gibt, die den Mittelstand abschaffen möchten? Unter dem Motto, wozu brauchen wir überhaupt freie Unternehmer? Können die notwendigen Bedürfnisse der Menschen nicht einfach zentral gesteuert werden und von Konzernen befriedigt werden? Eine neue Form von Kontrolle, die man global durch einen Ausnahmezustand gut organisieren könnte, inszeniert von einer kleinen Gruppe von machtsüchtigen Mitmenschen. Ja, das könnte sein. Und noch viel mehr. Aber diese fehlgeleiteten Menschen machen die Rechnung ohne ihn. Der Herr des Universums sitzt nach wie vor auf dem Thron. Und er lächelt über diese eigenwilligen Pläne der machthungrigen, selbsternannten Finanzdiktatoren hinter dem Weltsystem. Was will ein komischer Verein von Menschen gegründet gegen den ausrichten, der das All ganz und gar beherrscht? Er hat alles fest im Griff. Denn er ist unser himmlischer Vater. Und er lacht über seine Feinde. Vergiss niemals, welche Autorität du von Gott durch deine Geburt erhalten hast. Du bist nicht nur auf dieser Erde, um kostenlos den Sauerstoff zu konsumieren. Nein, es gibt einen guten Grund, warum du hier bist. Du hast dieselben Rechte auf dieser Welt wie auch alle anderen Menschen. Selbst Menschen, die sich in der Dunkelheit verirrt haben. Jetzt geht es um Nächstenliebe und darum, dich zu besinnen, wer du für Gott bist. Und welche Power deine Worte und Taten in dieser Welt haben können, wenn du diese einsetzt. Wacht auf, stellt Fragen, trefft Entscheidungen von Herzen und lasst euch nicht mehr belügen. Sei ein Licht in dieser Welt, denn wo Licht ist, flieht die Finsternis.